Hallihallo und herzlich willkommen zum 24. Random Royal Rumble Match. Beim letzten Mal gewann tatsächlich die Nummer 23 der Chicago Bulls im Match Nummer 23 Michael Air Jordan. Wer wird das 24. Ticket lösen? Wir sind in der Arena in London, England. 24. Match. Und bewusst ist das hier keine Halloween-Ausgabe, denn es wird am 31. Oktober einen speziellen Halloween Royal Rumble geben, der hier nichts mit diesem Gesamtwettbewerb zu tun haben wird. Dazu komme ich später nochmal. Jetzt erstmal die Nummer 1 und die Nummer 2. The two superstars that drew number 1 and number 2 will start the ring at the same time. Other superstars will join in the order they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Eliminations occur when you are thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last superstar in the ring will be declared the Royal Rumble winner and will go on to face the champion of their choice at WrestleMania. Noch haben wir keine siegreiche Nummer 1 oder Nummer 2 gesehen. London, England wird hier beehrt von Boa. Ein Chinese von NXT. Wird natürlich die riesige chinesische Bevölkerung auf seiner Seite haben. Er hat jetzt aber das schwerste Los gezogen. Mit dem Outfit könnte er auch am Halloween Royal Rumble teilnehmen. Das habe ich schon gesagt, am 31. Oktober wird es die Tradition auf Lemon Cookie TV fortgesetzt geben. Der Halloween Royal Rumble, der wird aber nichts mit dem Random Royal Rumble Gesamtwettbewerb zu tun haben. Also wundern Sie sich nicht, wenn am 31. Oktober ein weiteres Royal Rumble Match in ganz besonderer Gruselaufmachung auf LTV veröffentlicht wird. Dies hier ist der Random Royal Rumble, der Halloween Royal Rumble. Das ist eine Tradition, die wir schon seit 2018 hier auf dem Kanal haben. Die soll fortgeführt werden. Ob jetzt hier und heute im Random Royal Rumble auch Gruselcharaktere dabei sind, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ich kann es aber auch nicht ausschließen. Wer wird die Nummer 2 sein? Boa startet hier im 24. Random Royal Rumble. Mit wem? Tyson Tomko. Tyson Tomko. Tomko, give me a beat. Dann halt nicht. Tyson Tomko, der Problem Solver, startet hier mit Boa in dem 24. Random Royal Rumble. Tomko, natürlich einer der größtgewachsenen Männer, die wir im Wrestling-Business haben. Boa muss sich vor ihm nicht verstecken. Er legt sich erstmal mit dem Publikum an in traditioneller Manier. Die Leute in England, die sind ja traditionelles Wrestling gewöhnt, vielleicht noch mehr als die in den Staaten. Und da ist natürlich jemand wie Tomko gern gesehen, der natürlich auch die Interaktion mit dem Publikum sucht. Er wird ja auch mit Buhrufen begrüßt in der englischen Hauptstadt. Tomko und Boa beginnen hier im 24. Random Royal Rumble. Los geht's. Die wilde Fahrt geht ab. Wir haben noch keinen Sieger mit einer 1 oder 2 gesehen, aber wir haben schon einen Sieger mit einer einstelligen Nummer gesehen. Das war ja der Terminator beim vorletzten Mal. Ich hätte mal gern wieder einen klassischen Wrestler, der gewinnt. Michael Jordan war jetzt ja auch eher aus einer anderen Sportart. Aber ich bin ja auch großer Basketball-Fan. Und daher habe ich Air Jordan letztes Mal natürlich auch gerne hier im Wettkampf willkommen geheißen und auch im Finale willkommen geheißen. Die Nummer 3 kommt jetzt, Hurricane Rana, und es ist Mr. T, Real American. Mr. T. Und da geht Tomko übers Mist und da ist Tomko schon draußen. Tomko wurde schon eliminiert, Nummer 2. Ja, das hat man noch nicht oft, dass die Nummer 1 und 2 direkt rausfliegt, quasi bevor die Nummer 3 überhaupt reinkommt. Hier Goldkettchen. Beschwungen kommt hier der Mr. T rein, der natürlich die allererste WrestleMania geheadlined hat. Mr. T und Boa. Und die Nummer 4 wird auch schon angekündigt. Ich denke, wenn der Mr. T gewinnt, dann wird er wieder eine Rede halten und seiner Mutter 30 Mal danken. Und die Nummer 4 ist, oh, durchaus ein Mann, der in dem einen oder anderen Gruselprogramm zu Hause sein könnte. Das ist Sean O'Hare. Auch ein Mann, der sein Potenzial nicht ganz entfalten konnte, wie es einige prophezeite. Er hatte mal eine kurze Partnerschaft mit Rowdy Roddy Piper. Auch Matches mit Mr. America, muss ich gerade dran denken, wo wir gerade die
Real American Musik von Mr. T hörten. Sean O'Hare, auf jeden Fall einer, auch sehr groß gewachsen, sehr athletisch, der hier beste Chancen hat, wenn er nicht der beste, ich sag's mal so, der beste Chancen gehabt hätte, wenn er mehr Losglück gehabt hätte. Aber wir wollen ihn hier nicht als Außenseiter ansehen, nur weil er mit Nummer 4 reinkam. Nummer 5 ist Angelico. Das ist so einer, der kann mit beiden Augen gleichzeitig durchs Schlüsselloch gucken, der muss in der Dusche im Kreis laufen, um nass zu werden, aber da, den wird man dann vielleicht schwer zu packen bekommen. Und Sean O'Hare jetzt hier mit einem Gorilla Press gegen Mr. T, aber er schmeißt ihn nicht über Seil. Erstmal auf die Matte und Angelico. Ja, der kann sich vielleicht aus allen Griffen rauswinden in seiner Schlachsigkeit. Während hier, oh, Poison Runner von Boa gegen Mr. T, der nächste schon kommt. Nummer 6, ja, wir sind hier in England. Und da ist ein Engländer natürlich gern gesehen und wird hier willkommen geheißen. Es ist Tom Latimer von der National Wrestling Alliance. Tom Latimer, auch ein sehr, sehr groß gewachsener, kräftiger Mann. Natürlich ein typischer britischer Wrestler. Wenn er im Ring ist, dann kann man einen Slobberknocker erwarten, wie Good Old JR sagen würde. Oh, und jetzt hier Torture Rack. Oh, Mr. T gegen Angelico. Gut, den würde ich auch hochgehoben bekommen. Aber jetzt hier kommt die Nummer 7. Das ist Stu Grayson. Mich hat sein Team immer optisch irritiert. Er sieht aus wie ein klein geratener Viking Raider. Sein Partner sieht aus wie ein fetter Besitzer eines SM-Shops. Aber Stu Grayson ist auf jeden Fall die deutlich athletischere Hälfte seines Teams. Der hier sicher auch Chancen haben wird. Wird jetzt hier von Angelico begrüßt mit dem Side-Russian Leg Sweep. Stu Grayson, ich denke immer an Eric und Ivar, wenn ich ihn sehe, oder an Kratos von God of War, die den guten Körperbau hat auf jeden Fall. Und Boa muss aufpassen, während die Nummer 8 hier vielleicht den Müll entsorgen möchte. Es ist Duke, The Dumpster, Drozy. Mülleimer hat er jetzt nicht dabei, hat vielleicht einen gelben Sack in der Tasche. Geht jetzt hier direkt auf Angelico. Ja. Er denkt sich bestimmt, I'm here to take out the trash. Vince McMahon gefällt das. Eric Bischoff weniger. So. Die Nummer 8 war Duke, The Dumpster, Drozy. Wieder mit langem Haupthaar. Wie in den 90er Jahren. Und die Nummer 9 kommt jetzt. Und es ist, oh, ein weiterer Mann, der hier natürlich im United Kingdom ganz besonders gut hinpasst. Ja. Weil er da natürlich herkommt. Tyson Fury, Box-Legende, oder lebende Legende, Box-Superstar. Wir haben ihn auch schon bei WWE-Shows gesehen. Clash at the Castle, wo er auf awkward Art und Weise mit Drew McIntyre ein Liedchen sang. Aber er knockte Austin Theory aus. Und ja, ein Boxer, der hat hier vielleicht nicht die Wrestling-Skills, aber der kann ja seine Fäuste sprechen lassen. Tyson Fury, ja, und die britischen Fans hier, die haben... Die freuen sich richtig, dass sie einige Lokal-Matadoren hier präsentiert bekommen in ihrem britischen Random Royal Rumble. Sleeper Hold hier von Latimer gegen Drozy, aber Drozy kann sich befreien. Der Ring hat sich gewaltig gefüllt. Ja, die Nummer 2, Tomko war direkt draußen. Nummer 1, Boa ist noch dabei. Und Tyson Fury, aber einen Suplex hat er sich drauf geschafft, zeigt den Suplex gegen Stu Grayson. Stu Grayson, Tyson Fury sehen ein bisschen aus, auch, können auch Geschwister sein. Der kleine und der große Bruder. Angelico versucht, Sean O'Hare zu eliminieren. Duke the Dumpster Drozy versucht, oh, jetzt zusammen mit Tyson Fury Tom Latimer rauszuschmeißen. Und Tom Latimer ist draußen. Ja, die Briten arbeiten hier nicht zwangsläufig zusammen. Every man for himself. Und jetzt ein Gorilla Press von O'Hare gegen Grayson. Wer wird die Nummer 10 sein? Wir sind doch bei, jetzt bei Nummer 10, aber man verliert immer schnell den Überblick. Man weiß gar nicht, man kann gar nicht alles aufsaugen, was da passiert im Ring. Kopfschere von Grayson. Mr. T liegt am Boden. Ein Brainbuster von Boa gegen Tyson Fury. Ja. Arno. Flying Clothesline von Fury. Dropkick von Sean O'Hare. Ich erspare es mir hier mal wieder einen Tipp abzugeben. Es ist schon schwierig genug, den Überblick zu behalten. Mr. T.
Ich sage halt immer, sollen die Wrestler jetzt mal wieder gewinnen? Mr. T, ja, ist die Frage. Er hat ja bei WrestleMania gewrestelt, aber als typischer, klassischer Wrestler will ich ihn jetzt nicht sehen. Aber jetzt, jetzt zeigt mir das Gegenteil. Zeigt eine ordentliche Bilderbuch-Powerbomb gegen Boa. Und die Nummer 10. Thundercats. Oh, es ist Pantro, der auch durchaus in einem Halloween Royal Rumble zu Hause sein könnte. Pantro von den Thundercats hier gegen Mr. T. Während Grayson hier jetzt auf Boa losgeht. Suplex, der Ring ist wieder prall gefüllt. Helico mit einem Backbreaker gegen Grayson. Sean O'Hare versucht, Boa in der hinteren rechten Ecke zu eliminieren. Pantro, natürlich auch ein kerniges Powerhouse hier, der uns zeigen kann, was er auch im Wrestling-Ring drauf hat. Andere Thundercats haben wir auch noch nicht gesehen. Weil einige von denen ja auch weiblich sind. Das ist ja die einzige Regel hier. Nur Männer nehmen hier teil in diesem Match. Und da ist... Ah, Tyson Fury verfehlt Stu Grayson. Ansonsten wäre es das gewesen. Und jetzt mal endlich eine harte Rechte hier von unserem Boxer Tyson Fury. Und Boa, aber Boa! Aber wird ausgekonnt, aber er kann sich festhalten. Und dann wird er doch runtergespielt. Da ist die Nummer 1 auch draus. Nummer 1 und 2 haben diesmal, ja, verdammt kurz nur durchgehalten. Boa ist auch draußen. Was war das für eine Sequenz? Fury kontert. Boa kann sich festhalten, aber dann wird er doch runtergetackelt. Das war sehr aufregend und gut gemacht von Fury natürlich. Die Elimination ist ihm geglückt. Jetzt hier ein Reverse Suplex von Pantro gegen Mr. T. Die typischen Random Royal Rumble Weird Dream Matches nenne ich es jetzt einfach mal. Stu Grayson mit einem Neckbreaker gegen Pantro. Angelico ist wieder mit Sean O'Hare zum Gange. Tyson Fury. Ooh, with this German Suplex von Mr. T. Und ein Power Slam von Duke Drozzi. Duke Nukem haben wir auch noch nicht gesehen, oder? So, jetzt Drozzi versucht hier die nächste Elimination herbeizuführen, während wir auf Nummer 11 warten. German Suplex. Da hat er ihn fast aus dem Ring geschmissen. Pantro mit dem Dumpster Drozzi. Eine Chokeslam-Variante hier von Mr. T gegen O'Hare. Bucky O'Hare haben wir auch noch nicht gesehen. Und die Nummer 11. MGK Machine Gun Kelly. Und da ist Mr. T draußen. Ja, Machine Gun Kelly. Ja, und da ist noch wer draußen. Wer war es? Ich glaube... Nee, es war nicht so. Tyson Fury ist draußen. Mr. T und Tyson Fury. Ja, da haben wir viel Prominenz verloren, aber Machine Gun Kelly ist da. Den haben wir auch schon mal im Wrestling-Kontext gesehen. Er war auch schon mal bei WrestleMania, hat einen musikalischen Beitrag zum Match Cena gegen The Rock geliefert. Seinen Song Invincible damals, den habe ich gerne gehört. Ansonsten habe ich sein Geschehen nicht mehr so verfolgt. Er macht doch mittlerweile eher so Art Punk-Rock oder Pseudo-Punk-Rock. Ich sehe ihn auf jeden Fall häufiger mit Gitarre. Hab mir seine Alben noch nicht wirklich angehört, aber ein Mann mit Wrestling-Interesse, natürlich auch ein ziemlicher Lauch, wenn ich das mal so sagen darf, und er trägt Lisa Simpsons Halskette, wird jetzt hier von Pantro erstmal richtig lang gemacht. Duke Drozzi und Angelico sind jetzt hier gegen, versuchen Stu Grayson zu eliminieren, aber das gelingt ihnen nicht. Der nächste Teilnehmer kommt, das müsste die Nummer 12 sein. Und da ist Duke Drozzi draußen. Stu Grayson mit der Elimination. Und Nummer 12 ist Raphael. Der Turtle Raphael. Ja, es ist Raphael, der letzte der vier Turtles. Die anderen haben wir schon gesehen. Und das ist auch eine besondere Erwähnung wert, weil Leonardo von den Turtles ja auch ein Match gewonnen hat. Also einen der Turtles werden wir im Finale sehen. Vielleicht gesellt Raphael sich dazu. Der war mir immer der Liebste. Ich fand ihn immer am coolsten. Der Leonardo war immer so ein bisschen spießig. Donatello war der Streber. Und Michelangelo war mir zu albern. Raphael ist in meinen Augen immer der coolste Turtle gewesen. Deswegen habe ich da durchaus Sympathien für ihn. Nummer 13. Einer der einst vergessenen Söhne. Steve Macklin, mittlerweile Impact Wrestling. Hier mit der Nummer 13 im Halloween... Es ist kein Halloween Royal Rumble, aber es ist die quasi Halloween Edition des Random Royal Rumble. Zumindest was den Kalender angeht. Ja, jemand mit der Nummer 13. Es ist heute nicht Freitag, Samstag der 13. Ja gut, das passt alles nicht so ganz. So, aber Steve Macklin wird die Nummer 13 zu seiner Glückszahl machen wollen. Und Angelico entgeht knapp einer Eliminierung. Nummer 14 ist auch schon dabei. V
Viva la Résistance! Es ist Sylvain Granier. Und wenn der Tod euch kriegt, so hat doch la Résistance gesiegt. Sylvain Granier. Hier in England. Aber Machine Gun Kelly klatscht ihm einfach mal links und rechts eine. Das sind Moves, die der kennt, der Granier eher aus dem Schlafzimmer. So. O'Hare und Raphael sind miteinander beschäftigt. Pantro und Steve Macklin. Stu Grayson hat bisher auch doch durchaus eine überzeugende Performance hier geliefert. Angelico. Allen Unkenrufen zu trotz auch immer noch dabei. Sean O'Hare geht ja auch ein bisschen unter fast. Er versucht jetzt hier Raphael zu eliminieren. O'Hare gegen den Turtle, der natürlich gut gepanzert ist. Atomic Drop gegen Pantro. Und Granier hier mit einem... Ah, eine Herzscissor von Angelico, der Südafrikaner hier. Und jetzt Gorilla Press, Pantro gegen Raphael. Auch ein potenzielles Kinderzimmer-Dream-Match. Weiß gar nicht, gab es eigentlich Thundercats-Actionfiguren? Ich hatte auf jeden Fall leider keine. Obwohl ich ja sonst eigentlich gefühlt Actionfiguren technisch gut ausgestattet war. So, jetzt hier ein Double Underhook-Move von Double Underhook-Backbreaker von Macklin gegen Pantro. Macklin jetzt gegen Sean O'Hare. Belly to Belly Suplex, Overhead Throw, wunderbar. Kurt Angle-Style. O'Hare kann froh sein, dass er da nicht über Seil geflogen ist. Jetzt ein Suplex von Granier. Ah, Stu Grayson kann sich herauswinden. Chopblock gegen Granier. Machine Gun Kelly geht hier auf Macklin los. Der Ring ist voll. So, Pantro. Oh, wollte da was zeigen gegen Grayson, hat ihn dann aber doch ignoriert. Und jetzt Gorilla Press gegen Stu Grayson in einen Power Slam. Macklin und O'Hare arbeiten zusammen gegen Pantro. Jetzt sind sie allerdings hier gegeneinander, miteinander beschäftigt. Pantro gegen Sean O'Hare versucht ihn zu eliminieren. Angelico versucht Raphael zu eliminieren. Raphael kann sich wehren. Macklin hilft Pantro gegen O'Hare. Machine Gun Kelly, Stu Grayson. Der ist hier am längsten im Ring. Das ist, glaube ich, Angelico. Ne, Sean O'Hare müsste es sein. Sean O'Hare war die Nummer 4. Wer war die Nummer 3? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe gerade nicht Buch geführt. Das wird natürlich alles noch nachgetragen. Für Statistik so. Granier geht übers Seil und da ist Sylvain Granier draußen. Steve Macklin mit der Eliminierung. Ja. Clothesline von Kelly. Raphael. Ein Schlag gegen Pantro. Und Angelico und Stu Grayson hier, die Underdogs, die sehr weit kommen. Und da ist Sean O'Hare draußen. Sein Russian Leg Sweep, die Nummer 4 in diesem Match. Ist auch draußen, hat es nicht ganz bis zur Halbzeit geschafft. Die läuten wir gleich ein, wenn die Nummer 15 kommen wird. War Angelico die Nummer 3? Kann gut sein. So, Clothesline auf jeden Fall von Macklin. Angelico ist auf jeden Fall der Mann, der jetzt am längsten im Ring ist. Stu Grayson dürfte die, der am zweitlängsten vertreten sein. Wir haben schon große Namen eliminiert gesehen. Jetzt kommt die Nummer 15. Der Halbzeitpfiff ertönt und es ist The Goon. Kommt er auf Schlittschuhen? Eishockeyschläger dabei. Ja, manch einer verkleidet sich vielleicht auch als irgendein Eishockeyspieler seiner Wahl an Halloween. The Goon. Okay, jetzt hat er Wrestlingstiefel an. The Goon. Manch einer kennt ihn nur von der Gimmick Battle Royale bei WrestleMania 17. Aber er will hier und heute auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schicke Dauerwelle hat er auch. Und die Nummer 16 kriegt ihren Countdown. Snap Suplex von Angelico. Und 3, 2, 1, Mainz. Nummer 16 ist mal wieder jemand, dessen Tag Team Partner wir vor längerer Zeit gesehen haben, der da sein Match nicht gewinnen konnte. Es ist Danny Basham. Doug Basham. Das ist bestimmt schon 2, 3 Monate her, dass er hier am Random Royal Rumble teilgenommen hat. Danny Basham
Auch Orlando Jordan und JBL konnten hier nicht gewinnen. Vielleicht kann Danny Basham hier diese Gruppierung aus vergangenen Tagen repräsentieren. Aber da geht er schon über Seil von Pantro. Aber kann Pantro ihn eliminieren? Nein, Danny Basham kann sich erstmal noch wehren. Aber Pantro versucht es nochmal. Na, erstmal hier den Shoulder Block. Wie gesagt, sie sind auch immer herzlich aufgerufen, ihre Favoriten zu nennen. Wen möchten Sie noch sehen? Wer ist auf Ihrer Bucketlist hier noch drauf? Wen tippen Sie hier? Und heute immer gern Kommentare schreiben, Chats, Nachrichten schreiben. Ich versuche auch meistens bei den Premieren dabei zu sein, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Mein Kalender ist so voll wie der Ring hier. Aber für den Random Royal Rumble muss man sich Zeit nehmen. Und wie gesagt, am 31. Oktober auch für den Halloween Royal Rumble, der hier außerhalb dieses Wettbewerbs noch zusätzlich kommt. Es wird auch nächstes Wochenende dann Nummer 25 im Random Royal Rumble geben. Also Sie können sich in der nächsten Woche auf die doppelte Packung. Es ist quasi eine englische Woche. Passt ja dazu, dass wir gerade hier in London, England sind. Eine englische Woche beim Royal Rumble hier auf Lemon Cookie TV. Das kann ich gerade sagen, während im Ring jetzt hier, glaube ich, fast alle Leute auf einmal auf dem Boden lagen. Das hat man auch selten, dass von 8 Leuten, glaube ich, 6 auf dem Boden lagen oder 5. Ja. Und da geht Macklin über Seil, Pantro, der ja auch sich als Wrestler durchaus gut präsentiert. Kann ich mir durchaus eine längere Karriere vorstellen. Na gut, die Thundercats, das sind ja Physical Specimens, würde man sagen. Und denen würde auch ein good old JR als Kommentator gefallen finden hier. Wunderbarer Suplex, Belly to Belly von Pantro. Und da ist, nein, Angelico ist nicht draußen. Der ist, wie gesagt, relativ raffiniert, kann sich hier halten. German Suplex gegen Kelly. Und der Goon, wir dürfen den Goon nicht vergessen. The Goon. So, Angelico gegen Macklin. Danny Basham, auch einer, der traditionell vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt bei manch einem Zuschauer. Stu Grayson, Raphael. Lariat von Grayson gegen Raphael und ein Jumping Neckbreaker gegen The Goon. Und ein Superkick und da ist Pantro über Seil gegangen, aber Pantro kann sich doch noch festhalten und Pantro. Und da ist Angelico draußen. Dann dürfte jetzt Grayson derjenige sein, der am längsten im Ring war. Ja, Angelico, ich muss ihm Respekt zollen, das war eine starke Performance. Grayson ist jetzt hier im Bedrängnis, kann sich aber gegen Danny Basham wehren. Gorilla Press einmal mehr von Pantro, diesmal gegen Macklin mal wieder. Hätte einen Bill Goldberg nicht besser machen können. Und der Goon eliminiert Machine Gun Kelly. The Goon, sagen Sie es mit mir. The Goon. MGK ist draußen. Er ist nicht invincible wie sein einziger Hitsong. Da ist Raphael draußen. Ich wollte nicht sagen einziger, auch wenn es das einzige Lied von MGK ist, was ich kenne. Einstiger Hit wollte ich sagen. Damals von WrestleMania 28. Raphael ist draußen. Damit ist klar, von den vier Turtles hat es Leonardo ins Match geschafft, ins Finalmatch geschafft. Aber das ist ja auch eine ganz gute Ausbeute. Bei den Siegeschancen, die hier jeder hat, jetzt müsste mal eine mathematische Formel aufgestellt werden, welche Siegeschance man mit welcher Startnummer hat. Aber da gibt es noch außerhalb der Startnummern so viele Variablen, die man berücksichtigen muss. Das kann, glaube ich, kaum jemand programmieren oder ausrechnen. Da ist der Goon draußen und Drake Maverick. Drake Maverick ist die Nummer 17. Natürlich einer der kleinsten Wrestler aller Zeiten. Er ist, glaube ich, noch kleiner oder nicht viel größer als Rey Mysterio. Und hat vielleicht nicht die High-Flying-Skills wie ein Rey Mysterio. Deswegen ist er hier natürlich ein leichtes Ziel. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, es kommt nicht nur auf die Körpergröße oder das Gewicht an bei einem Royal Rumble. Auch ein Rey Mysterio hat ja schon 2006 einen Royal Rumble gewinnen können. Deswegen sollten wir ja auch einen Drake Maverick nicht als kompletter Underdog wird er schon sein, aber wir sollten ihm durchaus auch Chancen einräumen. Nummer 18, auch von TMDK, Mikey Nichols, auch ein Mann, von dem ich noch nicht so viel gesehen habe. Wobei, er war damals als Nick Miller unterwegs, von daher unter dem Namen sagt er mir, glaube ich, mehr. Und da, direkt Drake Maverick mit der Clothesline gegen Stu Grayson. Ja, da zeigt der Maverick, was wir von ihm erwarten können. Ja, flink wie ein Top Gun Jäger hier, der Maverick. Und ein Stunner oder eine Art RKO hier gegen Pantro. Und der nächste Teilnehmer kommt. Und es ist Sunil Singh. Ja, es gibt ja auch eine große indische Community in London oder generell in England. Und Sunil Singh von den Bollywood Boys oder Bros oder wie auch immer sie heißen, der hat ja auf jeden Fall Chancen. Seine Bollywood-Kamera, mit der will er hier
den Sieg filmen. Seinen Bruder haben wir auch noch nicht gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Der Ring hatte sich wieder ein bisschen geleert. Danny Basham und auch, Danny Basham kann sich dann doch gegen Drake Maverick wehren. German Suplex gegen Mikey Nichols und einmal mehr den Gorilla Press von Pantro. Den haben wir jetzt schon zum fünften Mal gesehen, den Move. Und die Nummer 20 ist Hank Walker. Ja, wir sind bei NXT UK, einer von NXT US. Ein junges Talent hier, Hank Walker. Football, professionelle Football-Erfahrung, wenn ich mich nicht täusche. Also es sind ja immer körperliche Attribute, die ein Footballspieler mitbringt, die man relativ leicht auf das Wrestling-Geschäft übertragen kann. Deswegen sehen wir immer so viele Ex-Footballer auch im Ring. Und ja, wir sehen ja auch direkt den nächsten Countdown. Der nächste Teilnehmer kommt und es ist die Nummer 21 und es ist einmal, ja, ich habe gesagt, es kommt nicht nur aufs Gewicht an, aber schaden kann es nicht, wenn man ein paar Funde auf die Matte bringt. Es ist Bastion Booger und ich habe mir sagen lassen, auch der Körpergeruch kann da vielleicht abschreckend wirken, dass die meisten vielleicht da eher auf Distanz gehen. Bastion Booger, hier auf jeden Fall die Nummer 21 im Random Royal Rumble, Nummer 24, Mikey Nichols. Versucht irgendwie, sich mit Booger auseinanderzusetzen. Einige Schläge, einige Tritte, aber der Booger hier mit einem Hip-Toss geschmeidig aus der Hüfte heraus hier. Jetzt gegen Steve Macklin. Atomic Drop von Hank Walker gegen Drake Maverick. Danny Basham und Bastion Booger. Das ist natürlich eine Masse von Mann. Das sind bestimmt fast 200 Kilogramm, die er auf die Waage bringt. Hat sich bestimmt noch mehrere Schnitzel reingepfiffen, während er hier auf seinen Entrance, auf seinen Einzug wartete. Stoß hier von Maverick gegen Pantro. Pantro ist auch einer, der am längsten hier aktuell im Ring ist. Haben wir hier Leute mit einstelliger Startnummer und Spinebuster von Nichols. Und eine Art Chokeslam von Basham. Ich glaube, Pantro ist derjenige, der hier am längsten im Ring ist tatsächlich. Es sind ja etliche Leute rausgegangen. Ich glaube, Leute mit einstelliger Startnummer haben wir gar nicht mehr. Höchstens eventuell Pantro, aber auch er kam, glaube ich, etwas später. Pantro jetzt hier mit einer Powerbomb gegen Danny Basham. Wunderbar, schmeißt er ihn fast auf. Und da ist Bastion Booger schon draußen. Steve Macklin hat kurz einen Prozess gemacht mit unserem korpulenten Freund Bastion Booger. Sunil Singh muss aufpassen. Er ist da in gefährlicher Position. Und jetzt ein Double Choke Slam Backbreaker hier von Pantro. Und Steve Macklin gegen gegen Mikey Nichols. Muss man auch genau hingucken, der Mikey Nichols. Wenn man nur den Kopf sieht, sieht es ähnlich aus wie Drake Maverick. Und da ist Nichols draußen. Pantro mit einer Elimination. Side Russian Leg Sweep von Sunil Singh gegen Pantro. Was würde das für die Karriere eines Sunil Singh bedeuten, wenn er hier gewinnen würde? Und Danny Basham ist draußen. Hank Walker mit einer Eliminierung hier. Clothesline. Hank and Tank. Seinen Tag Team Partner haben wir auch noch nicht gesehen. Drake Maverick. Als ehemaliger General Manager von 205 Live hat er natürlich auch Kontakte, Connections, die er hier vielleicht nutzen kann. Nummer 22. Wer ist die Nummer 22? Und es ist was? JJL Jan-Josef Liefers. Mal wieder ein deutscher Künstler, Schauspieler hier, der den Weg von Deutschland nach England gesucht hat. Ich muss sagen, natürlich sagt mir der Name was. Ich habe auch bestimmt schon einige Programme mit ihm gesehen. Ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, für welche Filme er wirklich bekannt ist, aber das hier ist vielleicht sein persönliches Karriere-Highlight hier. Die Teilnahme am 24. Random Royal Rumble. Was würde das hier bedeuten, wenn Jan-Josef Liefers hier im Finale dabei wäre? Er würde auf Dieter Pfaff treffen und ein oder andere Matches. Und Dynamite Kid, ja, wir sind in England. Da haben wir natürlich einen der British Bulldogs. Dynamite Kid, umstrittener Charakter. Aber sicher einer der feinsten technischen Wrestler aller Zeiten. Er hat den Wrestling-Stil, den heute viele Leute gehen, mit Sicherheit mitgeprägt in den 80er Jahren. Wenn man an das Match zwischen ihm und Tiger Mask denkt. Er trägt den Union Jack auf der Hose und hat hier aber direkt erstmal Schwierigkeiten. Muss direkt eine Pause sich gönnen. Dynamite Kid mit der Nummer 23. Und die Nummer 24 ist... Oh ja, wir sind in England! Was passt hier besser als der nächste Brite? Ich habe hier nicht die Teilnehmerliste beeinflusst. Das ist alles dem Zufall überlassen gewesen. William Regal, einer der populärsten britischen Wrestler aller Zeiten hier. Vielleicht sehen wir hier eine Co-Produktion. William Regal und The Dynamite Kid. NXT UK kriegt hier die volle Ladung. UK
geboten. Dynamite Kid jetzt hier und Hank Walker muss aufpassen. Dynamite Kid stürzt sich allerdings lieber auf Drake Maverick. Der kann sich dann. William Regal. Er wurde oft erwähnt in vorherigen Matches. Immer habe ich gesagt, der William Regal war auch noch nicht dabei. Das habe ich bestimmt zwei, dreimal gesagt. Jetzt haben wir hier den William Regal. Ehemaliger King of the Ring, Sieger, Intercontinental Champion, General Manager. Und hier direkt ein Suplex für Sunil Singh und Jan-Josef Liefers. Mit einem Splash in die Ecke gegen Hank Walker. Sechs Leute werden wir hier noch sehen. Regal war die 24, oder? Ne? Im Match Nummer 24. Beim letzten Mal gewann die Nummer 30, was die Startnummer anging. Clothesline von Macklin. Auch ein Macklin. Gehört hier sicher zum erweiterten Favoritenkreis. Er hat hier bisher gut performt. Muss natürlich sich die Kraft einteilen. Pantro auch immer noch dabei. Dynamite Kid muss aufpassen. Pantro versucht ihn zu eliminieren. Jetzt hier Sunil Singh mit Jan-Josef Liefers. Es ist wie immer eine bunte Mischung. Bunter geht kaum. Weil wir hier gerade relativ viele, in Anführungszeichen, richtige Wrestler haben. Olympic Slam von Steve Macklin. Clothesline von Walker. Dynamite Kid hat hier bisher noch nicht viele Aktionen zeigen können. Wird jetzt hier erstmal gesuplexed von Walker. Drake Maverick. Dynamite Kid, Sunil Singh und William Regal. William Regal jetzt hier mit Drake Maverick und Drake Maverick ist draußen. Eine Elimination. Und jetzt hier die beiden Briten miteinander im Clinch. Regal und Dynamite Kid. William Regal mit der Eliminierung gegen Drake Maverick. Clothesline und Pantro versucht Steve Macklin rauszuschmeißen und das gelingt ihm, da ist der Macklin doch draußen. Pantro mit der nächsten Elimination. William Regal jetzt hier in Co-Produktion mit Jan-Josef Liefers gegen Pantro. Dynamite Kid mit dem Irish Whip gegen Sunil Singh und der Kid eliminiert Sunil Singh. Der Ring leert sich. Power Slam von Pantro gegen Dynamite Kid. Aktuell fünf Leute im Ring. Zwei Engländer, ein Deutscher, ein Thundercat und ein ehemaliger Footballspieler. Klingt eigentlich wie eine Halloween-Party, wenn man es beschreibt. So. Jan-Josef Liefers muss hier die Clothesline einstecken. Und nochmal Gorilla Press. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen hier. Pantro gegen William Regal. Der nächste Countdown läuft. Wir haben jetzt schon mehr als eine halbe Stunde hier. Beim letzten Mal gab es, glaube ich, die längste Schlussphase, die wir jemals hatten. Und wer jetzt hier kommt, ist Nummer 25. Marvelous Mark Merrow, auch ein ehemaliger Boxer, der hätte sich sicherlich gut mit Tyson Fury verstanden hier im Ring. Und da ist Jan-Josef Liefers draußen, direkte Elimination für Mark Merrow mit seiner allerersten Aktion. Hank Walker wäre auch fast rausgegangen, der deutsche Schauspieler. Liefers ist draußen, Marvelous Mark Merrow, der Wild Man. Wird hier allerdings ausgekontert vom Dynamite Kid. Nummer 26 kommt jetzt in die Arena. DDT von Marrow. Die Nummer 26 beim letzten Mal gewann Michael Jordan. Wir hatten auch schon Orlando Jordan. Es ist Jason Jordan. Verwandt mit Kelani Jordan. Auf jeden Fall Jason Jordan jetzt hier direkt mit einem Suplex gegen Dynamite Kid. Pantro und William Regal. Pantro immer noch im Ring. Mit Sicherheit hier der Marathonmann. Hank Walker und Jason Jordan. Das ist ein kurzer Auftritt. Nein, er kann sich wehren. Dynamite Kid fast mit der Elimination. Jetzt die sehr begehrte Nummer 27 wird die Arena betreten. Und es ist Dutch. Nicht Dutch Mantel. Den hatten wir beim letzten Mal. Es ist Dutch. Ja, von The Righteous. Auch ein Mann, der mir mit seiner, mit seinem kuriosen Charisma imponiert hat. Ein bisschen mysteriöser Charakter, der sicherlich auch an Halloween für den einen oder anderen Spaß zu haben ist. Hier geht er direkt auf Hank Walker. Also das ist auf jeden Fall direkt eines meiner Lieblingsmatches, glaube ich. Eine so gelungene, bunte Mischung. Ja, mache ich immer gelungene, bunte Mischung, aber die gefällt mir hier und heute besonders gut. Suplex hier von Jordan. Wir sind ja auch noch lange nicht am Ende. Es kommt erstmal noch die Nummer 28. Es ist ja, der eine Deutsche geht, der andere Deutsche kommt. Es ist der Chefkoch, Frank Rosin. Der hat hier ein 5-Sterne-Menü für uns parat. If you smell what the Frank is cooking. Frank Rosin, was kredenzt er uns hier mit der Nummer 28, während Pantro noch einige Gorilla Presses in der Tasche hat. Mark Merrow muss einstecken. Dynamite Kid und Dutch
Zwei Leute werden noch kommen, die Nummer 29, die Nummer 30. Ich weiß gar nicht, Nummer 29 hat, glaube ich, auch ein oder zweimal gewonnen. Die Nummer 30 dürfte die meisten Sieger generiert haben, aber wen wundert es? Und Rosinia mit einem Suplex, köstlich gehend, gegen Pantro. Und auch Jason Jordan wird von ihm in die Fritteuse genommen hier. Rosin versucht jetzt hier Jordan zu eliminieren. William Regal und Marvelous Mark Merrow. Knife Edge Sharp. Pantro, ich glaube, der ist schon weit über 20 Minuten im Match. Hank Walker auch mit einer starken Performance bisher. Er kann hier gut mithalten als Grünschnabel. Noch nicht lange dabei im Wrestling-Geschäft. Sein Outfit sieht auch noch nicht so professionell aus. Da muss man noch nachlegen. Und Dutch hier mit dem Gorilla-Press gegen Rosin. Manhattan Drop von Mark Merrow. Jetzt auch ein Gorilla-Press, aber ein Konter. DDT von Merrow gegen Dutch. Ein Burning Hammer-Ansatz. Aber ja, so eine Art von Rosin. Und William Regal versuchte da Merrow per Spear-Tackle auszuschmeißen, gelang ihm da nicht ganz. Coastline. Zwei Leute werden noch kommen. Der Ring ist erstmal ziemlich gut gefüllt. Der Dynamite Kid ist auch noch dabei. Was wäre das? Und da muss Pantro aufpassen. Ein Pantro kann sich wehren. Was wäre das für eine Geschichte, wenn hier ausgerechnet im United Kingdom ein Engländer gewinnen würde? Wir hatten ja auch schon den Rumble hier bei Clash of the Castle in Cardiff, Wales. Jetzt hier ausgerechnet die beiden Engländer miteinander zu Gange hier. William Regal und Dynamite Kid. Das wäre auch ein Match, was ich gerne mal gesehen hätte. Und jetzt hier ist T-Bone Suplex und von Regal. Und er Suplex den Dynamite Kid raus. Der eine ein bisschen unterkühlte Performance gezeigt hat. Nicht die technische Finesse, die ich gerne gesehen hätte. Dynamite Kid ist draußen. William Regal und ja, Pantro. Wir wissen, was wir von ihm hier zu erwarten haben. Aber er fährt ja mit der Schiene bisher gut. Never change a winning moveset. So, Hank Walker, Frank Rosin, Jason Jordan, Marvelous Mark Merrow, William Regal, Dutch und Pantro. Das sind die Akteure. Und zwei Leute werden noch kommen. Pantro hier mit Abstand, der am längsten im Ring ist. Aber wir sehen es ihm an, er ist gezeichnet. Er ist vollkommen weg gerade. Vollkommen ausgenockt. Kann man dem Pantro jemand ein Riechsalz reichen? Nutzt man sowas heutzutage eigentlich noch? So. Rosin jetzt hier mit einem Suplex-Ansatz gegen, ja, schmeißt ihn einfach weg, den Walker, Jason und Pantro ist wieder bei Bewusstsein. Marvelous Mark Merrow, der muss auch aufpassen und da rettet Dutch Merrow, weil sonst hätte Pantro wahrscheinlich Marvelous Mark Merrow eliminiert. Die Nummer 29 ist auf dem Weg in die Arena hier in London. Es ist ja Happy Halloween, Uncle Howdy. Uncle Howdy hier. Ein Mann, von dem wir noch nicht viel im Ring gesehen haben. Und da ist jemand rausgegangen. Wer war das? Was? Marvelous Mark Merrow ist draußen. Uncle Howdy. Ein sehr mysteriöser Charakter, von dem wir noch nicht viel im Ring gesehen haben. Der hier, aber mit Nummer 29. Nahezu perfekte Siegeschancen hat und zeigt auch direkt einen Spear Tackle. Er hat mal angedeutet, dass er auch athletische Fähigkeiten besitzt. Und Uncle Howdy ist jetzt hier die Nummer 29. Frank Rosin. Mit einer Short Arm Clothesline gegen Howdy. Der geht aber direkt wieder auf die Beine, als wäre es nichts, als würde es ihm gar nichts ausmachen. Pantro und Howdy, auch das ist natürlich ein kurioses Matchup. Jetzt ein DDT von Howdy gegen Pantro. Jason Jordan. Und da ist jemand rausgegangen. Wer war es? Es war Hank Walker. Hank Walker eliminiert von William Regal. William Regal jetzt hier mit dem Armbreaker gegen Pantro. Jason Jordan und Dutch sind miteinander hier zugange. Suplex into a Neckbreaker. Jason Jordan, natürlich auch ein ganz feiner Techniker, Athlet. Und Rosin geht übers Seil und da ist er draußen. Hat sich für einige Minuten hier wacker geschlagen. Und die Nummer 30. SmackDown. Number One Announcer. And Royal Rumble. Number 30. Funaki. Show Funaki. Von Kai Entai ist hier die Nummer 30. Jetzt haben wir... Jetzt können wir sagen, einer dieser Männer wird sich fürs Finale qualifizieren. Ist es Funaki mit der Nummer 30? Ist es Uncle Howdy mit der Nummer 29? Ist es Pantro, der hier schon seit über 20 Minuten oder vielleicht schon über 30 Minuten im Ring ist? Dutch, Jason Jordan oder der Mann mit dem Heimspiel hier in England, William Regal. Wer gesellt sich ins Finale?
sag's ja immer gerne, ich würde, dass ein Wrestler gewinnt. Der Einzige, den ich hier nicht als offiziellen Wrestler sehe, ist Pantro. Aber der ist so athletisch, den lasse ich auch mal als Wrestler durchgehen. Von daher bin ich jetzt hier vollkommen unbefangen und parteiisch, was hier das Finale angeht. William Regal wird von Funaki hier runtergeschickt. Jordan verpasst die Clothesline. Der kleingewachsene Funaki hier natürlich der Underdog, was den Körperbau angeht. Aber er hat das größte Losglück gehabt und da ist Dutch draußen. Jetzt sind wir hier in der Final 5. Pantro, Howdy, Regal, Jordan und Funaki. Shoulderblocks hier von Jason Jordan. Wie gesagt, das ist hier vielleicht direkt mein Lieblings-Random Rumble. Das ist hier eine ganz besonders gelungene Mischung meiner Meinung nach. Der Random-Faktor hat hier was Schönes für uns kredenzt. Das hätte ein Frank Rosin nicht besser hinbekommen. Jason Jordan. Schafft der Pantro es bis ganz zum Schluss, aber dann doch nicht bis zum ganz großen Wurf. Jason Jordan versucht hier die Erfolgsgeschichte von Pantro zu beenden, aber Pantro kann sich festhalten. Uncle Howdy weiß gerade nicht genau, mit wem er hier anfangen soll. Funaki ist schon sichtlich gezeichnet. William Regal wird jetzt hier erstmal von Uncle Howdy in einen Front Face Lock genommen, aber William Regal kann sich daraus befreien. Jason Jordan musste einstecken durch Pantro und einen Belly-to-Belly-Suplex gegen Sho Funaki. Ich erinnere mich, wie gesagt, bei keinem Teil immer an den Royal Rumble 2000, als sie gar nicht teilnehmen durften, aber mehrmals reinkam und immer wieder rausgeschmissen wurde. William Regal kann sich wehren. Pantro hätte ihn fast rausgeschmissen. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob der Funaki viele Random- oder Royal Rumble-Teilnahmen hatte. Irgendeiner hat er bestimmt mal gehabt, irgendwann, aber bin mir auch nicht sicher. Und ja, das muss man gar nicht mehr kommentieren, was der Pantro da zeigt. Es ist offensichtlich, aber er walzt sich mit diesem Manöver hier durch das Match. Und dann noch ein Dropkick hinterher. Die Thundercats, die haben natürlich auch die Dynamik, die Schnelligkeit. Und ja, das war ja mal eine Variante hier, Backbreaker-Variante aus dem Gorilla Press heraus. Pantro mit jetzt ein Pounce gegen Funaki. Pantro. Wenn er nicht schon am längsten im Ring wäre, wäre er hier natürlich definitiv der Favorit. Ob er noch die Ausdauer hat, hier wirklich bis ganz zum Schluss zu gewinnen oder durchzuhalten, das ist die Frage. Der Glücksfaktor spricht hier eher für jemanden wie Uncle Howdy. William Regal und Jason Jordan sind auch noch nicht allzu lange dabei. Ich glaube, William Regal ist der mit der zweitniedrigsten Startnummer hier. Danach kam, glaube ich, Jason Jordan, ja, und am Ende natürlich Howdy und Funaki. Gucken, wie ausgedehnt jetzt diese Schlussphase wird. Beim letzten Mal hat es ziemlich lange gedauert. Jetzt sind wir hier. Zuerst mal gucken, wer es hier in die Final Four schafft. Das ist ja immer so eine Zäsur. Immer, wer es in die letzten vier schafft, wird meist besonders erwähnt. Von besonderen Kameraeinstellungen eingefangen. So, jetzt versuchen Funaki und William Regal gleichzeitig die wohl beiden kräftigsten Männer in diesem Match zu eliminieren. Mit Pantro funktioniert das nicht und mit Howdy funktioniert es auch nicht. Half Nelson Suplex gegen Sho Funaki. William Regal kann ausweichen gegen Howdy. Eine Powerbomb von Pantro mal zur Abwechslung gegen Jason Jordan. Ja, beim letzten Mal, wie gesagt, gewann Michael Jordan. Vielleicht brauchen wir den Nachnamen hier gar nicht zu ändern. Vielleicht gewinnt diesmal Jason Jordan. Aber ich glaube, er hat gerade eine Platzwunde erlitten. Vertical Suplex hier, British Bulldog Style von Pantro hier in England. Ein Monkey Flip von Funaki. Vielleicht werden wir den einen oder anderen hier auch im Halloween Royal Rumble am 31. Oktober auf Lemon Cookie TV sehen. Da werde ich die Teilnehmerliste selber auswählen, da werde ich nichts dem Zufall überlassen. Das ist ein besonderes Schmankerl, eine Lemon Cookie TV Tradition, wie gesagt, schon seit 5 Jahren. Aber hier und heute müssen wir gucken, wer hier den anderen das Gruseln lehrt. Wer hier eine Furcht... Und da Sister Abigail ist sicher eine furchteinflößende Aktion. Eine Aktion, die mit anderem Namen ja auch ein bisheriger Random Royal Rumble Sieger im Repertoire. Jay White, der Blade Runner, ist ja im Prinzip dieselbe Aktion. Jay White gewann ja einen der ersten Random Royal Rumble Matches. Jay White, will er Uncle Howdy im großen Finale mal den Blade Runner zeigen? William Regal hier, der Engländer mit dem deutschen Suplex. Der German Suplex. Auch einen Deutschen werden wir im Finale sehen. Dieter Pfaff.
Männer verschiedener Nationalitäten werden im Finale dabei sein. Auch ein Japaner ist schon dabei mit Kenta. Kriegen wir einen weiteren in Form von Shofu Naki. Oder ein Thundercat. So, auch hier eine ausgedehnte Schlussphase. Wir sind noch nicht mal in den Final Four. Alle bekriegen sich miteinander. Es sind keine klaren Allianzen zu erkennen. Wer ist hier der Favorit? Ich würde fast auf Uncle Howdy tippen, weil er die Mischung aus Losglück und physischer Präsenz hat. DDT von Shofu Naki und William Regal hier mit dem Takedown. Uncle Howdy wirkt etwas benommener. Vielleicht spielt er auch nur Mind Games mit uns oder seinen Gegnern. William Regal jetzt, aber dann der Enzuigiri von Funaki. Ich glaube, der Howdy war wirklich benebelt. William Regal versucht, Jason Jordan rauszuschmeißen. Irish Whip von Funaki, der versucht dann wohl dasselbe mit Howdy. Und Pantro, was macht Pantro? Ja, hat einen wunderbaren Belly-to-Belly-Suplex, auch schon zum wiederholten Male. Und ja, Pantro jetzt hier mit Jason Jordan. Auch einem Brown Breaker gefällt die Performance von Pantro. Irish Whip und Howdy, der schmeißt den Funaki einfach in eine Seile und dann ignoriert er ihn einfach. Es juckt ihn gar nicht. Es ist die Frage, ob ein Howdy hier überhaupt gewinnen will oder ob er nur Spaß mit seinen Gegnern haben möchte. Man weiß ja nicht, was in dessen Kopf vorgeht. Er versucht jetzt hier Funaki aber doch zu eliminieren, das gelingt ihm allerdings nicht. Pantro und Jordan sind sichtlich mitgenommen, wir gehen hier schon auf die 50-Minuten-Marke zu. William Regal. Kann er hier das Heimspiel-Match bei NXT UK gewinnen? Jason Jordan und Funaki. Submission Hold hier von Regal gegen Howdy. Pantro sagt, just bring it. Ein Electric Chair Drop von Regal. Gegen Funaki, ein DDT von Howdy gegen Pantro. Das ist kein Ende in Sicht, das ist ähnlich wie beim letzten Mal. Wobei, es könnte gleich Schlag auf Schlag gehen, weil müssen ja alle gewaltig einstecken hier. Oft folgt dann eine Elimination auf die andere. Das ist auch keine klare Tendenz erkennbar. Alle müssen ziemlich viel einstecken. Regal. Oh, geht hier auf den linken Arm von Funaki los. Der Takedown gegen Pantro. William Regal versucht. Und dann Sister Abigail aus dem Nichts gegen William Regal. Ja. Wie ein Spukgespenst hat er da den William Regal überfallen. Ganz plötzlich Aktion. Der Dropkick von Jason Jordan geht daneben und jetzt, oh, das ist die Mandible Claw. Auf jeden Fall ein furchteinflößender Move hier gegen Jason Jordan. Und nochmal Sister Abigail. Uncle Howdy dreht auf. Boy Howdy. Jetzt wirkt er den Funaki. Howdy dominiert dieses Match jetzt. Ist dem Uncle Howdy bewusst, wie er Leute eliminiert? Ich denke schon. So, William Regal versucht es jetzt hier. Gegen Howdy. Versucht ihn zu eliminieren. Will da jemand helfen? Pantro scheint ihm helfen zu wollen, aber tut es dann doch nicht. Und er lässt ihn da einfach auf dem Apron stehen. Da hat mich William Regal jetzt irritiert. Belly-to-Belly-Suplex von Jason Jordan. Schon lange keine Eliminierung mehr. Regal wird in die Ecke geschickt. Dropkick in die Ecke von Jordan. Das könnte jetzt, glaube ich, das längste Match von allen werden, weil ist ja noch gar keine, wer weiß, wie lange das gleich mit zwei oder drei Teilnehmern noch weitergeht. Pantro, Irish Whip, Belly to Belly Suplex. Pantro dürfte den Rekord aufstellen für die längste Zeit im Ring. Und Funaki schläft einfach ein beim Irish Whip. So geht's auch. Wenn man zu angeschlagen ist, um ins Seil zu laufen. Gegner. Und jetzt hier Sliced Bread. Ich weiß nicht, was das auf Japanisch heißt. Das schmeckt wahrscheinlich auch. So, Funaki Nummer 30 ist immer noch dabei. Der könnte sich selbst interviewen als SmackDown Number One Announcer. Wenn er hier siegreich sein sollte,
Panto mit dem Powerbomb-Ansatz und er zieht die Powerbomb auch wunderbar bilderbuchmäßig durch hier. Und jetzt ein Yonagi gegen William Regal. Ja, die Leute kriegen ja einiges für ihr Ticket, gekauftes Ticket geboten. Das wohl längste Random Royal Rumble Match. Wir sind gleich schon bei der 50-Minuten-Marke. Panto versucht William Regal zu eliminieren. Ich glaube, so ausgedehnt war die Final Five Phase noch nie. Und da sind wir bei der Final Four. Es gibt keinen Lokal-Matador. Und William Regal wurde von Panto eliminiert. Und ich habe gesagt, es kann dann Schlag auf Schlag gehen. Da wäre Jason Jordan fast hinterher geflogen. Die Final Four. Uncle Howdy, Panto, Shofu Naki und Jason Jordan. Panto versucht jetzt Howdy zu eliminieren mit einigen Schlägen. Und da ist Howdy tatsächlich draußen. Panto ist in der Final Three mit Jordan und Funaki. Snap Suplex. Howdy hat es dann doch nicht geschafft. Und ich habe es gesagt, jetzt geht es ruckzuck. Jochen Bendel könnt ihr auch nochmal dran teilnehmen. Ich glaube, wir sind im zweistelligen Bereich, was dieser Gorilla Press Power Slam Variante angeht. Der Pounce nochmal hinterher, der wäre der Funaki. Und der Pose wie einst der Hulkstar. Ich habe es gesagt, der Panto ist ein, ja, ein Mann, da kann ich mir jetzt eine längere Wrestling-Karriere vorstellen. Ein perfekter Wrestler. Auch wenn das Moveset etwas ausbaufähig ist, wird er hier im Finale dabei sein. Aber ein Funaki. Er hat hier noch das Kämpferherz als Nummer 30. Er wehrt sich noch und Panto geht über Seil. Der muss aufpassen. Wenn man einmal kurz nicht aufpasst, dann kann jeder hier innerhalb von ein oder zwei Sekunden eliminiert werden. Jason Jordan mit dem Irish Whip, aber er ignoriert dann den Funaki einfach. Zeigt dann jetzt hier den Overhead Belly-to-Belly Suplex. Kurt Angle Style gegen Panto. Funaki gegen Jason Jordan. Und Panto guckt einfach mal zu und denkt sich, mach mal. Mach mal, ich erhole mich mal eben. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber ich tue es trotzdem. Und dann zeigt er den Jumping Neckbreaker gegen Funaki. Wer fliegt hier als nächstes raus? Jordan mit dem Shoulder Block. Und er lauert. Er ist in lauer Stellung, aber Funaki. Und jetzt hier auf Nelson Suplex. Jason Jordan hier den Weg ins Finale gehen. Ah nein, ein Funaki hat was dagegen. Was wäre das für eine Story, wenn Sho Funaki hier das Match gewinnen würde? Fisherman Suplex von Funaki. Auch da weiß ich nicht, wie man es auf Japanisch sagt. So, jetzt der Japanese Whip. Und Panto geht über sein. Panto muss tierisch aufpassen. Und Funaki hätte ihn fast mit dem Spear Tackle erwischt, aber irgendwie hat er ihn dann noch nicht richtig getroffen. Dann jetzt ein DDT mit Schmackes gegen Panto und Jason Jordan. Aber Funaki, der ist gerade aufgedreht. Der hat hier es geschafft, in den nächsten Gang zu schauen, aber dann ist Funaki doch draußen. Jason Jordan eliminiert Funaki und jetzt die letzten beiden. Panto und Jason Jordan. Bei Panto bin ich mir über die Startnummer nicht im Klaren. Das könnte auf jeden Fall ein neuer Rekord sein. Muss ich mal seine Werte hier mit dem Terminator vergleichen. Gewinnt Panto jetzt hier das Match? Oder kann Jason Jordan es schaffen? Panto. Ah, Jason Jordan wehrt sich. Wir gehen jetzt hier. Ja. Gleich schon auf die Stunde zu hier. So. Thundercats. Or Amateur Wrestling. So. Jason Jordan. Beiden würden mir als Tag Team auch ganz gut gefallen. Beide mit ihrer speziellen Dynamik hier in diesem Match. Sicherlich beeindruckend, egal wie das Match jetzt hier ausgeht. Aber man will ja natürlich auch nicht den FC Schalke Award hier gewinnen und als letzter eliminiert werden. Jason Jordan schiebt hier, versucht Panto zu eliminieren, aber der kann sich nochmal wehren. Elbow Smash. Also es wird hier keinen Nummer 30 Sieger geben. Belly to Belly Overhead Suplex. Ich mag ja die Wrestler immer sehr gerne, die einen Amateur-Wrestling-Hintergrund haben. Und jetzt muss Jason Jordan tierisch aufpassen. Panto versucht, ihn über Seil zu slammen. Jordan hält sich an den Seilen fest und kann auch es zunächst verhindern, hier die Elimination zu erleiden. Aber Panto schiebt weiter mit dem rechten Fuß. Ah, Jason Jordan
mit einigen Schlägen kann er sich aus seiner misslichen Lage befreien. Und jetzt dann der Suplex into a Neckbreaker. Alley-Oop-Style. Und Jason Jordan ist hier mit dem T-Bone Suplex. Und er lauert wie eine Katze auf die Donnerkatze. Und zeigt hier nochmal den Alley-Oop-Suplex-Neckbreaker, wie auch immer der Move genau heißt. Aber Pantro, der lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Und er zeigt den Pounce. Pantro hat drei riesige Aktionen hintereinander einstecken müssen. Er ist schon bestimmt über eine Dreiviertelstunde im Ring hier. Und er steckt das einfach weg, als wäre es nichts. Jetzt hier der Elimination-Versuch gegen Jason Jordan. Aber es schafft er. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht, Jason Jordan hier zu eliminieren. Ich denke, das ist jetzt mit definitiv das längste Random Royal Rumble Match, was wir bisher hatten. Die Matches werden irgendwie immer länger. Aber gut, wir haben hier nach noch sechs Matches plus das Finale. Dann wollen wir das natürlich auch noch richtig auskosten, was wir hier noch zu sehen bekommen. 180 Teilnehmer werden wir noch sehen. Aber erstmal muss hier in diesem Match noch einer übers oberste Seil geschickt werden. Wer wird es sein? Und Jordan, was wird das hier? Interessante Kombination. Am Ende verletzt er das linke Knie. Der Thundercat hier und jetzt versucht er ihn hier zu eliminieren. Kann Jason Jordan Pantro jetzt hier übers Seil schmeißen? Nein, auch das ist nicht von Erfolg. Gut. Nächster Versuch. Diesmal andersrum. Pantro jetzt hier mit dem Slam-Ansatz und er schmeißt Jason Jordan über sein Pantro. Mit der vielleicht besten, großartigsten Performance im Random Rumble. Qualifiziert sich fürs Finale. Da müssen wir wirklich mal checken, ob er den Rekord des Terminator schon wieder gebrochen hat. Auf jeden Fall Pantro. Der hat hier mindestens bestimmt fast 50 Minuten im Ring gestanden. Etliche Leute eliminiert. Ich weiß nicht, wie viele Gorilla Press Power Slams wir hier gesehen haben. Ja, ich hätte eigentlich einen traditionellen Wrestler mir gewünscht, aber der Pantro, der hat mich so überzeugt. Der geht da schon klar. Thundercats. Ho! Pantro ist im Finale. Vielleicht sehen wir ihn auch am 31. Oktober im Random Royal Rumble Match. Wir hatten hier gerade einen technischen Schluck auf. Ja, das war vielleicht schon der Geist in meinem Laptop. Wie gesagt, am 31. Oktober wird es den Halloween Royal Rumble geben.